Neuer Tag, neues Glück. Heute steht eher so ein gemütlicher Tag auf dem Programm. Wir sind gerade hier noch so am Packen vom Auto. Das ist nämlich jedes Mal so ein Struggle mit den Stühlen. Ich zeige euch das mal. Es ist nämlich wirklich randvoll. Bis auf den letzten Zentimeter, da wird hier wirklich alles genutzt. Da, von der Seite. Überall die Schuhe und so drin. Aber klappt jedes Mal irgendwie. Rückbank ist auch zur Hälfte so voll. Aber wir haben noch Platz. Und ja, jetzt schauen wir zu solchen Flamingos. Da gibt es nämlich in der Nähe so super schöne Flamingos. Auch so eine eigene Lagune. Mal schauen, wo wir landen am Ende. Und ja, dann am Nachmittag, gegen Mittag wahrscheinlich schon früher, geht es zum nächsten ultimativen Hotspot. Soll super, super schön sein, was wir schon so gesehen haben. Nehmen wir natürlich auch wieder mit. Wir sind jetzt da gerade mal ein Stückchen weiter gefahren. Und Zinsa hat so eine Flamingo-Lagune gefahren. Das sind wirklich super viele Flamingos. John packt jetzt gerade noch seine Kamera aus, um euch das vielleicht ein bisschen näher gleich zu zeigen. Ich glaube, da kann man ein paar coole Aufnahmen für euch reinschmeißen. Jetzt bei den Flamingos waren, geht es jetzt weiter für uns. Und zwar sind wir jetzt ans Cape Cross gefahren. Hier sollte es die größte Seelöwenkolonie überhaupt geben. Wir haben das erst auf Netflix bei Wild Babies gesehen. Sollten mehrere tausend hier sein. Ich bin deshalb sehr gespannt. Die anderen sind gerade mal Toilette auschecken, wie viel der Preis kostet. Kann ich euch gleich mal herschreiben, wenn ich es weiß. Und ja, bin gespannt, wie das dort aussieht. Angeblich soll es halt ziemlich streng riechen. Aber das nehme ich im Kauf, wenn das dann wirklich so toll ist. Aber ich zeige es euch gleich. Also wir sind jetzt da und es sind schon super viele Seelöwen auch hier. Ich zeige die euch gleich mal. Bist du deppert? Das stinkt. Boah. Da kotzt man sich fast an. So sehr stinken die, oder? Anthony. Ekelhaft. Echt, es riecht grauslich. Es riecht, Leute. Ganz, 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 ganz schlimm. Aber ich zeige euch. Sie sind süß. Sie sind ja wirklich süß. Aber ich zeige sie euch mal. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen bei den ganzen Geräuschen. Wir haben jetzt schon mega schöne Aufnahmen gesehen. Und wenn man hier direkt am Meer ist, dann geht es auch total mit dem Geruch klar. Und hui, die kämpfen da fast. Hier gibt es wirklich die ganze Zeit irgendwas zu sehen. Die Tiere sind super süß zum Anschauen. Die kämpfen, die schlafen, die kuscheln miteinander, suchen ihre Mama, weil es gibt ja auch super viele Babys, wie ihr gesehen habt. Also wirklich ein Muss, wenn man hier ist. Wir sind am heutigen Campspot angekommen und der ist richtig nice. Wir sind jetzt bei Spitzkoppe, was ihr schon so ein bisschen gesehen habt. Super, super schön. Wir möchten nämlich morgen unbedingt bei diesem, oh Gott, die Fliege, bei diesem Spot mit dieser Bridge, mit diesem Loch ein Foto machen. Ich glaube mehrere Fotos, weil es ist hier wirklich traumhaft. Hört sich das mal an. Absolut schön. Hier hinten bauen wir jetzt mal auf. Da drüben haben wir sogar so einen überdachten Platz, wo man sogar Feuer machen kann. Und hier drüben gibt es sogar eine Toilette. Also Bombenplatz. Also falls ihr herkommen möchtet, das ist bei den Rockpools Nummer 6, falls ihr mal hier sein solltet.
Und ja, werden jetzt mal mithelfen und essen. Wunderschönen guten Morgen. Sind alle vier schon wach? Wir sind ja gestern angekommen in der Spitzkoppe, wie ihr gesehen habt. Sind heute 5.30, 5.45 Uhr aufgestanden und sind hier jetzt schon bei... Good morning vom John. Wir sind hier jetzt schon bei dieser Bridge. Wie ihr sehen könnt, von dem Winkel sieht das mega cool aus, wie so eine Art Auge. Und ja, wir packen jetzt mal so Sachen aus und solange noch niemand da ist, machen wir wieder unsere Fotos, unseren Content, um wie immer niemanden zu stören oder dass wir einfach mehr Zeit auch haben. Und ja, ich zeige euch gleich mal ein paar bessere Aufnahmen. Nach dem Shooten ist vor dem Frühstück. Wir haben jetzt gerade schon unser ganzes Camp hier hinten aufgestellt, wie ihr sehen könnt. Kaffee wird gerade schon für die anderen gemacht. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen rumfahren, nachdem wir fertig sind. Weil dieser Park ist einfach super fotogen. Es gibt so super schöne Spots überall. Ja, ein Traum. Ich kann euch ja vielleicht dann ein bisschen was zeigen wieder und einblenden. Und dann geht es auf eine super lange Autofahrt zu unserem letzten richtigen Spot, zu unserem letzten richtigen Stopp auf dieser Reise. Wir sind jetzt ungefähr, ich glaube, 4,5 Stunden gefahren und sind jetzt bei unserem nächsten Campsite angekommen. Wir sind jetzt in der Nähe vom Etosha und hier ist wieder super heiß, deswegen auch meine Haare hier oben. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie das hier aussieht. Das sieht nämlich richtig nice aus. Also wir haben hier, ja, wir stellen hier gerade mal alles auf. Bad sieht auch richtig, richtig nice aus. Da gibt es noch so ein Wasserloch hier vorne. Und ja, wenn wir Glück haben, sehen wir ja vielleicht ein paar Tiere. Aber jetzt machen wir es sich mal gemütlich und ja. Komm mal ein bisschen an. Von unserem Etosha Nationalpark. Hier haben wir dann die Nacht verbracht und sind am Morgen natürlich auch wieder gleich ganz früh los und hatten wirklich unglaubliches Glück, diese Löwen hier zu sehen. Nachdem wir auch Johns Lieblingstier gesehen haben, sind wir dann zur Pause quasi eingekehrt
und haben dort ein absolut goldiges Wesen gefunden. Und zwar dieses zuckersüße Eichhörnchen, was uns einfach aus der Hand gefressen hat. Das war unglaublich schön. Und am Ende hatten wir tatsächlich auch noch das Glück, zwei Leoparden zu sehen. Hier haben wir einen davon für euch aufgenommen und festgehalten und das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Und ja, so generell können wir nur sagen, dass die Zeit in Namibia einfach unglaublich war. Und ja, das war es dann auch schon, unsere Reise zu viert, und es war noch unser letzter Abend, den wir dann nochmal genossen haben.